Jump Ball zwischen Volkos und Besedic. Gewonnen durch, und jetzt geht's ganz schnell, Hill. Schöne Täuschung, off balance. Und gleich der erste Kontakt und gleich Freiwürfe für Darrelton Hill, der sehr aufmerksam da war. 28,6 Punkte, 13,2 Rebounds, 1,4 Assists macht der Mann aus Palm Bay, Florida im Schnitt. 70% Freiwurfquote, wirft 75% vom Feld. Erster Versuch für Hill ist nicht gut. 5x zweistellig, 44 Punkte, 13 Rebounds gegen Dawson, 28 Punkte gegen Essen, 16 Rebounds, 25 und 14 gegen Recklinghausen, 21 und 16 gegen Köln und er macht 1 von 2 und BBG Herford mit der frühen 1:0 Führung durch Darrelton Hill. So, erste Possession jetzt für die Dragons, Rönolf Hollis. Mit einem Triple-Double im letzten Spiel und 2 Punkte. Curtis, easy work. Hollis und die erste Führung für Röndorf. Er macht es so leicht aussehen. Von draußen die Antwort von Volkos, Fehlwurf. Dale Vieira, Bienapfel, Fehlwurf. Gute Verteidigung da hinten. Hill mit dem Rebound. Und die machen es schnell und Fast Break von Volkos. Die Führung zurück an BBG Herford mit 3:2. Schlechtes Transition Defense von die Dragons Röndorf. Dale Vieira mit 2 BBL-Spiele schon für Bonn in dieser Saison. 2 Basketball League, Champions League-Spiele. Zieht das Foul, 92 Pro B-Spiele für Iserlohn. Letzte Saison 10 Punkte und 5 Rebounds hat er im Schnitt gemacht. Einwurf für Schader. Schader. Schöne Bewegung, aber Fehlwurf von Bienapfel. Und wieder sehr schnell wieder zurück an den Transition Basketball. Sam Haute. Schöner Pass. Backdoor und 2 Punkte für Christoph Steffen. 5-2 Führung für die Herforder. Besedic, Hollis. Hollis für 3. Fehlwurf. Rebound Hill. Nein, doch. Der Loose Ball kommt zu Dale Vieira. Besedic mit Distanzwurf. Und er trifft ihn. 171 Spiele für Domiziale in Slowenien für ihn. 9 Jahre hat er da gespielt. Ole Wendt. Volkos und gut in den Passweg, Kilian Bienapfel. Letzte Saison 5 Punkte im Schnitt in der Pro B, in der NBBL, oder in der Pro B 10 Punkte, 5 Rebounds in der NBBL. Für Kilian Bienapfel, zweimaliger NBBL-Meister. Eine Bronze U20 EM. Schöner wieder Backdoor, hart zum Korb. Und 2 Punkte für Sam Haute. Volkos und Sam Haute, die spielen sehr gut miteinander. Und 2 Punkte von Dale Vieira zum Ausgleich. Jetzt der N1 für Gabriel. 16,4 Punkte, 6 Rebounds, 1,4 Assists macht der Deutsche im Schnitt. 54% Freiwurfquote. 5x zweistellig in die Saison. Und er macht den N1. 21 gegen Leverkusen 2. Und die knappe Führung für Röndorf wieder 8:7. Wieder diese Backdoor-Pässe. Schöner Pass, sehr guter Pass von Ole Wendt zu Volkos. Und das ist einfach zu leicht, wie die zu Punkte kommen. Der dritte Backdoor-Punkte schon für die Herforder. Besedic am Baseline. Besedic, der Mismatch. Schöner Pass, Bienapfel, 2 Punkte Führung, zurück an Röndorf. Beide Teams mit Punkte in dem Paint, von draußen nix, wieder die Führungswechsel an Herford Wendt mit diesem schnellen ersten Schritt, nicht zu stoppen und da ist Kontakt. Kilian Bienapfel
der auch den Albert Schweitzer Turnier gewonnen hat. Kann seinen eigenen Wurf karieren. Guter Rebounder, guter Verteidiger. Muss noch ein bisschen an das Lesen des Spieles arbeiten und natürlich auch an seinen Wurf. Der Ex-Münchner Kilian Bienapfel. Erster Versuch für Kilian ist gut. 13,4 Punkte, 5,4 Rebounds, 2,4 Assists, 58% Freiwurfquote, 4x2-stellig in dieser Saison für Kilian Bienapfel, der sowas wie der Glue-Guy werden kann. 1 von 2 nur Rebound Hill. 11 beide. Ole Wendt. Hill, Volkos, Sam Haute. Sam Haute, letzte Saison 14,6 Punkte, 6,6 Rebounds, 6,2 Assists für Eben Bören. Da hat die letzten zwei Jahre gespielt, von 10 bis 14 bei Herford. Dann war auch mal bei Bielefeld und auch bei den Mustangs zwei Jahre in der Oberliga. Da war der Skandal, wo die Spieler nicht bezahlt worden waren, der war dabei. Der Sam Haute. 6,25, noch viel Zeit hier im ersten Viertel, schon sehr vieles Highscoring. Wie gesagt, beide Teams von inside viel, von draußen noch nicht viel. Und ein Monsterblock! Nicht in mein Wohnzimmer! Curtis! Easy Work Hollis! Mit dem Mega Block! Letztes Wochenende mit dem Triple-Double Curtis Hollis mit 10 Steals. Das sieht man auch nicht alle Tage. Fast immer Punkte, Rebounds, Assists. Sam Haute, schöner Kickout, aber das ist ein Turnover. Die 24 Sekunden. Shot Clock abgelaufen. Elf beide und Anish Shada, vor einigen Tagen Papa geworden. Ich glaube zum zweiten Mal. Schade, zum Korb und zwei Punkte, Anish and the Fountain of Youth, Schade, 36 Jahre alt, spielt aber noch wie ein 28-Jähriger, ist kein Wiener Schnitzel seit 2014 mehr. 37 ist inzwischen geworden, Anish Schade. Einwurf Herford. Schöner Pass inside und offensiv Rebound Hill. Und die beiden arbeiten sehr gut unterm Korb. Volkos und Hill. Steel. Behrens, gute Arbeit. Behrens von draußen und drei Punkte. Christoph Steffen. Mit dem Steal und den Drei-Punkte-Wurf. Und leichte Punkte von Bienapfel. Turnover gegen Herford. 5 Minuten noch, viel Zeit noch hier und beide Teams, die ja schon sehr stark in der Offense haben, sehr früh ihre Offense oder ihren Rhythmus gefunden. Besedic. Besedic für 3. Gut, Juri Besedic hat alle Jugendnationalmannschaften vor wenigen U16, 18, 20 durchgemacht. Wieder eine Führung für Röndorf. Wendt. Volkos zum Korb. Shovel Pass zu Wendt. Wendt mit 8 Sekunden an der Shot Clock. Hill für 3. Gut. Darrelton, the Tank. Hill von Downtown. Wieder eine Führungswechsel zu Herford. Schöne Bewegung von Coutinho. Führung zurück an Röndorf. Sam Haute.
Sam Haute. Zieht das Foul, einer, der wirklich den Statbogen gut füllen kann. Letzte Saison noch 35% von draußen geworfen. 28 gegen Dorsten, 26 gegen Herten. Top-Spiele in seiner Karriere in der Regionalliga für Sam Haute. Einwurf Ole Wendt. 68 BBL-Spiele, 61 Pro-A-Spiele. 2 Jahre für Hagen, nie mehr als 3,3 Punkte im Schnitt gemacht in der BBL. Hat einfach nicht den Durchbruch geschafft. Sam Haute, Step Back, Fehlwurf, Rebound, Coutinho. Gründorf mit der 1-Punkte-Führung. Curtis Hollis. Hollis, 3:35 zu spielen. Im Low-Post, Coutinho. Jetzt muss es schnell gehen, 5 Sekunden noch für Binapfel. Kilian, Step Back für 3, nein. Rebound, schnell und wieder gutes Transition-Basketball. Aber das ist Goaltending, 2 Punkte für Sam Haute. Führung zurück, ein BBG Herford. Und abgepfiffen, das ist im Spiel jetzt David Falkenstein, der 22-Jährige, letzte Saison 4 Punkte im Schnitt. Auszeit genommen. Herford mit der Führung. In diesem Spiel schon 10 Führungswechsel. Beide Teams haben noch nicht so ihre Linie in der Verteidigung gefunden. Beide Teams, wie gesagt, schon machen die meiste Arbeit unterm Korb, ziehen zum Korb. BBG Herford sehr stark mit dem Backdoor Cuts, so leichte Punkte zu kommen. Bei Röndorf, die machen auch einen guten Job. Röndorf sehr, sehr schwach in der Transition Defense. Da kommen die BBG Herforder zu leicht zu punkten. Ja, Derelton Hill an der Freiwurflinie. Hat an 3 Unis gespielt, Potomac State, Wallace State und dann 2 Jahre an der Arkansas, Monticello, NCAA 2. 16 Punkte, 7 Rebounds im Schnitt. Und als Senior 18 Punkte, 7 Rebounds. Letzte Saison Meister bei den Raiders Baskets in Finnland. Kann den Freiwurf nicht machen. Da hat er unglaubliche 24 Punkte im Schnitt gemacht. 13 Rebounds, 3,7 Assists, 3 Steals. Und Meister geworden in der 2. Liga. Spielt wie Draymond Hill, also Draymond Green von den Golden State Warriors. 2. Versuch, der will auch nicht sitzen. Er hat eine Freiwurfquote von 70%. Sein schwierigster Gegenspieler, der je in seiner Karriere gespielt hat, gegen Devin Booker von Phoenix, der mal 70 Punkte im Schnitt gemacht hat. Kickout, ganz frei, Ole Wendt, extra Pass, Hill von Downtown, Fehlwurf. Und abgepfiffen. Hill ganz frei in der Ecke, der ein sehr guter Vocal Leader ist bei BBG Herford. Und er sagt, das Geheimnis zu seinem Rebound-Glück ist, dass er einfach es mehr will als die anderen. Es geht alles um Effort. Sam Haute jetzt an der Freiwurflinie, der 28-Jährige. Erster Versuch ist gut. 19 Punkte, 4,4 Rebounds, 5 Assists im Schnitt, 90% Freiwurfquote, 5x2 stellig in dieser Saison, 22 Punkte gegen Köln, 21 gegen Essen, 2. Versuch ist gut. Und Otsumbe verliert den Ball.
Jeffrey Martin auch im Spiel jetzt für die Dragons Röndorf mit der Nummer 2. Sehr guter Mittdistanzschütze, sehr gutes On-Man-Defense. Jeffrey Martin muss noch ein bisschen weniger dribbeln, das macht er ein bisschen zu viel. Und auch noch seine Arbeit ohne den Ball. Jeffrey Martin, der Ex-BBL-Spieler von Eisbären Bremerhaven und Gießen. Von Downtown, die Antwort von die Nummer 24, das ist Jan Behrens, der 29-Jähriger. Höchste Führung für BBG Herford. Hollis für 3, Fehlwurf, Rebound Hill. So, 10 noch zu spielen. Wendt für 3. Gut, Ole! Wendt! Und jetzt auf einmal regnen Dreier für Herford. Falkenstein. Müssen hier konzentriert weiterbleiben. In der Offense zum guten Wurf kommen. Hollis. Otumbe, 5 Sekunden an der Shot Clock. Martin mit dem Floater. Fehlwurf. Bisschen halbherzig da. 1:40 noch zu spielen. Derelton Hill. Omar Semhaute. Semhaute. Swingt der Ball in die Ecke. Ole Wendt zögert nicht lange. Fehlwurf. Offensive Rebound Hill. Oh no, look, Pass von Derelton. The Tank Hill. Zu Ole Wendt. 11 Punkte Führung. Großer Lauf jetzt gerade für die Herforder. Schöner no look Pass von Hill. Eine Minute 11 noch zu spielen. Größte Führung für BBG Herford mit 31:20. Semhaute geht ins Spiel jetzt. Raphael Fischer, der 24-Jährige, 2,1 Meter Forward. Letzte Saison in der Preseason bei Wolfenbüttel. Hat auch mal bei den Draft Baskets Braunschweig gespielt. 6 Pro-B-Spieler auf sein Konto für Raphael Fischer mit der Nummer 35. Besedic, gutes Doubling. Steal von Hill. Hill, fast break. Semhaute und da hat er Pech gehabt. 58 Sekunden noch. Falkenstein. Martin für 3. Swish und Jeffrey Martin mit einem wichtigen 3-Punkte-Wurf vor diesem Spiel. Gerade bei 28,6% seiner Quote von draußen. Ganz wichtiger Dreier noch hier zu Ende des ersten Viertels. Derelton Hill. Hill von der Ecke. Fehlwurf und der Rebound. Und da ein bisschen Kontakt zwischen Besedic und Raphael Fischer. Ja, die Röndorfer jetzt übers Limit schon. Und das automatische Freiwürfe für Fischer. 1,8 Punkte, 3,3 Rebounds macht er im Schnitt. 25% Freiwurfquote für Fischer. Erster Versuch nicht gut. 5 Punkte gegen die Rhein Stars Köln in dieser Saison. 32 Sekunden noch zu spielen hier. Und er macht beide nicht. Besedic. Die Offense ein bisschen stagniert von Röndorf. Bisschen halbherzig alles. Rebound Semhaute. 10 Sekunden noch hier im ersten Viertel. Ole Wendt. Wendt. Schöner Crossover. Kick nochmal raus. Semhaute, der extra Pass. Und Fehlwurf da von Jan Behrens, der 29-Jährige. Seit 2015 bei Herford, die letzten 2 Jahre immer 4 Punkte im Schnitt. Seine Karriere bei Bielefeld begonnen.
31-23 hier die Führung für BBG Herford. Ich erwarte hier noch die Statistiken. So, die Statistiken nach 10 Minuten. Herford wirft 63% vom Feld, 57% von draußen, 4 von 7. Röndorf bei 56% vom Feld, 42% von draußen. Die Rebounds 11-4 für Herford mit 4 offensive Rebounds und Ballverluste 3 für beide Teams. Sehr gut verteilt die Punkte bei Herford, 7 für Ole Wendt, 6 für Sam Haute, 6 für Volkus. Hilton mit 4 Punkten, 5 Rebounds und 4 Assists schon. Auf einem guten Weg für den Triple-Double. Mal sehen, wie weit er kommt. Und bei Röndorf, Topscore, ist Besedisch mit 6, Bienapfel mit 5. Die Röndorfer müssen ganz klar besser verteidigen. Das war echt noch nichts hier im ersten Viertel. Mal sehen, wie die jetzt hier rauskommen. Anis Schader, vor der Saison 137 Regionalligaspiele, 129 Pro-B-Spiele, sogar 27 Pro-A-Spiele für Freiburg. Bienapfel, Coutinho und ein Schrittfehler. Kein guter Start hier. Der Ex-Wolfenbüttel-Bigman, 21 Pro-B-Spiele hat er für Wolfenbüttel gemacht. Marek Coutinho. Erste Possession jetzt für Herford. Behrens. Sam Haute. Hill gegen Otumbe. Das ist ein schwieriges Matchup da. Wieder dieses unterm Korb und 2 Punkte. Irgendwie der Pass durch zu Fischer. Gute Arbeit da von Hill. 5. Assist für ihn. Fischer jetzt an der Freiwurflinie zuletzt mit 2 Fehlwürfe. Der End-One für Fischer macht ihn mit Brett. Größte Führung für BBG Herford. Schade. Der muss mehr von der Offense kommen in Sachen Punkte auch. Er kann's. Coutinho. Bienapfel. Bienapfel. Bienapfel zieht zum Korb. Schöne Bewegung. Und er zieht das Foul. Erstes Foul gegen Raphael Fischer. Bienapfel 13,4 Punkte, 5,4 Rebounds, 2,4 Assists, 48% Freiwurfquote nur, 19 Punkte gegen Deutzer, 18 Punkte gegen Leverkusen 2. Er macht den ersten. Bei TSV Schwabing Augsburg gespielt, früh in seiner Karriere. 34-25 die Führung für BBG Herford. Hill, Wendt. Derelton Hill für 3. Gut, Derelton! The Tank Hill hat Football an der Highschool gespielt und man sieht es mit seinem sehr bulligen Körper. Derelton Hill, einer der absoluten Topspieler in der Regionalliga zusammen mit Curtis Hollis. Zwölf Punkte Führung, wie gesagt, die Defense ist einfach nicht da bei Röndorf. Zu viele leichte Punkte, nicht aggressiv, nicht physisch genug.
das ist so eine Schwäche, wenn man das nennen darf, in dieser Saison für die Röndorfer, ein bisschen zu soft. Und dann, wie gesagt, die 3-Punkte-Linie verteidigen die nicht so gut heute. So, jetzt kommen die Röndorfer. Wie kommen die aus dieser Auszeit mit Bienapfel? Und 3 Punkte. Anish, the Fountain of Youth, Shada. Und das war eine gute Antwort. Ein 3-Punkte-Wurf. Hill. Olevent von Way Downtown für 3. In and out. Guter Rebound. Shada, fast break. Röndorf. Shada. Kickt rüber. Bienapfel mit einer Täuschung. Und Glück da. Anish Shada, 2005 entdeckt von Basketball Aid Tour Leiter Hans Beth. Und die Rest ist Geschichte. 15. Saison für Anish Shada. Hat unter Hans Beth in Mainz und auch in Hanau gespielt. Toller, toller Spieler, Anish Shada. Und noch sehr jung geblieben, mit 37, kann noch diesen Level gut spielen. Und Martin mit Pech kann den Korbleger nicht machen. Zieht das Foul, 90 pro B-Spiele, 28 pro A, 16 BBL-Spiele mit Bremerhaven und auch mit Gießen. 11. Team, die Röndorfer, hat auch bei den Eisbären gespielt, in der Regionalliga Bramsfelder, SV Hamburg, Wedel, Herten. Und der erste will nicht rein. Rostock und Essen, letzte Saison noch 8 Punkte im Schnitt. Diese Saison für Röndorf macht Martin 3,6 Punkte und eine Freiwurfquote von 66%. Und er macht den zweiten. ...37-29 die Führung für BBG Herford. Gut aufgepasst und ein Turnover. Da war die Presse nicht so stark. Die Herforder hatte die Möglichkeit, vorne zu pucken, aber Glück da. Shada kam noch zurück. Bienapfel im Low Post. Versucht da rumzuspinnen und zieht wieder ein Foul. Das 3. Team-Foul für BBG Herford. Coutinho geht im Spiel wieder, Gabriel De Oliveira, da ist er jetzt letzten Abend noch auf dem Platz in Ludwigsburg in der Niederlage für die Telekom Basketball Bonn. Schade, Pick and Roll, wirft selber, Fehlwurf, der Loose Ball kommt zu Sam Haute. Die letzten paar Minuten, die Offense nicht ganz da bei die Herforder, gute Ballbewegung. Von draußen Volkos, Fehlwurf und Rebound De Alviera. Bienapfel verliert den Ball, Ballbesitz noch für die Röndorfer. Im Spiel jetzt auch die Nummer 4, Philipp Zwinger, der 20-jährige, 22 Regionalligaspieler für Schwabing. Letzte Saison 24 Spiele für Herford, 1,1 Punkte, 3er bei IBAN gespielt in der NBWL. Zusammen auch mit den Oscar Da Silva von Stanford. Martin. Und Offensiv-Foul gegen Dragons Röndorf. Offensiv-Foul durch Lotola Otsumbe. 7. Team jetzt mit Röndorf. Mal für Telekom Basketball Bonn 2 gespielt. 42 Regionalligaspieler für Otsumbe. Hill für 3. Und gut, Darrell Turn, the Tank, Hill, wieder mit einem 3-Punkte-Wurf. Der Mann ist nicht zu stoppen. So einen schnellen Release.
Schade. Gut in den Passweg gekommen. Vaidotas Volkos, der 34-jährige 2,3 Mann aus Litauen. Ins Spiel jetzt wieder Steffen. Christoph Steffen, der 26-jährige. In seine neunte Saison, letzte Saison 6,5 Punkte, 1,6 Rebound, 2,6 Assist für BBG Herford. Christoph Steffen. Einwurf jetzt für Anish Schader. Schader. De Oliveira. Schöner Move. Und zieht das Foul. Unglaublich schnell ist er. Guter Rebound, ein guter Verteidiger. Penetriert gut zum Korb. Läuft den Fast Break auch gut. Muss nur noch seine Freiwürfe verbessern. Vielleicht noch ein paar mehr Post-Moves in sein Repertoire bringen. Und auch seine linke Hand ein bisschen verbessern. Erster Versuch für De Oliveira ist gut. Zweiter Versuch für den Ex-Iserlohn Big Man. 2,6 Meter und er macht ihn. Einwurf Ole Wendt. Dreimal NBBL All-Star. Mit der U18, U20 gespielt, deutsche Nationalmannschaft Ole Wendt. War mal ein Riesentalent, aber wie gesagt, hat den Durchbruch nicht gemacht in die BBL. Nur zu 68 BBL-Spiele gekommen mit Phoenix Hagen. Wieder Derelton Hill gegen Otsumbe und das war ganz klar ein Offensive Foul von Derelton, the Tank Hill. Bienappel, Anish Schader. Er war so konstant in seiner Karriere, weil er einfach für gute Coaches gespielt hat. War nie der Athletische, musste immer härter arbeiten. Anish Schader. Pull-up von Hollis, Fehlwurf. Und Rebound Ole Wendt. Wendt. Zwinger, Philipp Zwinger. Und von Downtown, Fehlwurf. Rebound Hollis, Fehlwurf von Steffen. Otsumbe im Low Post und er zieht das Foul. 35 ist er mittlerweile, hat bei TV Langen gespielt, Frankfurt Pro B, Euskirchen, Bonn 2, Sechtem, letzte Saison in Rhön auf 1,9 Punkte, 1,5 Rebounds für Lotteuler Otsumbe. 55 Pro B-Spiele hat er am Konto, 8 Jahre zweite Liga gespielt und in dieser Saison macht er 3,6 Punkte, 1,8 Rebounds, 45% Freiwurfquote, hat unglaublich viel Erfahrung, spielt immer mit 100%, guter Rebounder, Verteidiger, nur hat nicht so das Skillset wie viele andere Spieler in seiner Mannschaft. Minuten 52 noch zu spielen hier im zweiten Viertel live aus dem Dragon Dome in Bad Honnef zu Sonntag Nachmittag Regionalliga Basketball und BBG Herford führt mit 7 Punkten. Einwurf jetzt Christoph Steffen mit der Nummer 25 bewacht von Curtis Hollis, der seine erste Saison in Deutschland spielt, ist auf den Radar von NBA Mannschaften. Man kann es schwer glauben, dass so ein talentierter Spieler wie Curtis Hollis in der Regionalliga spielt, aber irgendwo muss man anfangen, auch wenn es ganz unten ist. Ole Wendt, Hill für drei, kurz. Und der lange Rebound kommt zu De Oliveira. Oliveira am Fast Break, 2 Punkte, Gabriel, De Oliveira. Und da sieht man, wie gut er den Transition läuft. Ole Wendt für drei, kurz. Rebound, Curtis Hollis springt höher. Und die Röndorfer sind am Zurückkommen. Anish Schader wirft den Ball ins Aus. Sehr unter Druck da, Anish Schader. Gute Defense, die Fans wollten einen Foul sehen.
bekommen es aber nicht. 5 Minuten 17 noch zu spielen, im Spiel jetzt mit der Nummer 10 wieder Omar Zemhaute, der 1,94 cm Point Guard. Punkte mal gegen Dawson für Zemhaute. Omar Zemhaute mit der Nummer 10. Zemhaute. Curtis Hollis hat ihn, kann mehrere Positionen verteidigen. Wieder schönes Backdoor und Ole Wendt, schöner Pass von Volkus. Und das ist zu leicht, was sie da machen. De Oliveira, schöne Bewegung und 2 Punkte für the Big Man, 2,6 Meter. Nein, Schrittfehler, Turnover. Vier Minuten 52 Sekunden noch zu spielen im zweiten Viertel. 42-35. Wieder Backdoor. Hill, schöne Bewegung. Fehlwurf, Glück für Röndorf. Den muss er machen. De Oliveira. Hollis. Hollis wirft den Dreier jetzt besser bei 35% vor diesem Spiel. Traut sich mehr in der Regionalliga. Am Anfang nicht so. De Oliveira. De Oliveira. Schöne Bewegung, Hakenwurf, Fehlwurf und Hollis versucht den Rebound und Loose Ball zu Ole Wendt. Gut, hat sie gut befreit. Fast Break, Zemhaute. Und Hollis mit dem Foul an Hill. Und die Fans haben das anders gesehen. David Falkenstein wieder im Spiel. Technisches Foul gegen Röndorf. 4:11 zu spielen. So, das, den Freiwurf wird Zemhaute nehmen. Wert 29 am 15. März. Letzte Saison 77% Freiwurfquote für Eben Bürgen. Und der Freiwurf sitzt für Zemhaute. Jetzt darf Hill auch. Hill darf jetzt auch nochmal. Das tut natürlich weh. Erster Versuch für Darrelton Hill. Den macht er nicht. Freiwurfquote von 70%. Wirft eine unglaubliche 75% vom Feld, 33% von draußen. Zweiter Versuch für die Amerikaner aus Florida ist gut. ...44-35, Hollis, Falkenstein, De Oliveira. Oliveira zieht zum Korb und das kann er gut, aber warum stopft er nicht? Er verstopft sich. Das tut noch mehr weh, wenn man das nicht schaffen kann. Hill, Kick-Out-Pass, Volkus, gute Ballbewegung. Bent, Shuffle-Pass und keine Punkte. Turnover, Ole Wendt. ...1,40
Einwurf De Oliveira. Kleine Presse hier von... Oh, riskanter Pass. Steel Hill. Hill mit dem Steel. Hill. 1-1. Hart zum Korb. Fehlwurf. Rebound De Oliveira. Hollis zum Korb. Und Curtis, easy work. Hollis zieht das Foul. Hollis in dieser Saison für Röndorf. 19,8 Punkte, 8,4 Rebounds, 3 Assists, 71% Freiwurfquote. Viermal zweistellig, 2 Double-Doubles. 26 Punkte, 11 Rebounds, 10 Steals gegen Leverkusen 2. 26 Punkte, 11 Rebounds gegen Leverkusen 2. Hat eine Saison bei Hutchinson gespielt, Community College, 6 Punkte, 3 Rebounds im Schnitt. Und letzte Saison bei den Houston Ballers in der JBL League. Erster Versuch Hollis ist nicht gut. 29 Punkte, 11 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals. 37 Punkte gegen Philadelphia, 34 gegen Dallas, 31 gegen Chicago in der JBL, die Liga von LeVar Ball. Und er macht beide nicht. 3:13 noch zu spielen mit Ole Wendt. Wendt inside zu Sam Haute. Kickt raus, extra Pass, Wendt. Ole Wendt gegen Hollis, Wendt. Volkos. Oh, hinterm Rückenpass und Hill, 2 Punkte. Hinterm Rückenpass, was für ein Pass von Ole Wendt. Leichte Punkte für Hill. Cortino. Und ein Dunk, Curtis! Easy work! Hollis mit dem Backdoor Cut und leichte Punkte für Curtis Hollis. Steel Besedic. Schönes Fast Break. Keen Bienapfel, 2 Punkte. Und Volkos mit einem massiven Two-Handed Stuff. Hollis für 3, Fehlwurf, Rebound Hill und abgepfiffen. 1:50 noch zu spielen. ...48-39 die Führung für BBG Herford. An der Freiwurflinie Volkos jetzt. Bei Dotas Volkos an der Freiwurflinie. 18,6 Punkte, 10,8 Rebounds, 1,2 Assists, 50% Freiwurfquote für den Mann aus Litauen. 5x2 stellig, 4 Double-Doubles. Erster Versuch für Volkos ist gut. In dieser Saison 22-12 gegen Hagen, 19-13 gegen Essen, 21 gegen Köln, 18 Punkte, 13 Rebounds gegen Recklingshausen. Zweiter Versuch. Und den macht er nicht. Rebound für Bienapfel. Und abgepfiffen.
Einwurf jetzt. Erstmal diskutiert zwischen den Schiedsrichtern oder zwischen Schiedsrichterin und Markus Rovenstrunk, der Head Coach von den Dragons Röndorf. Einwurf Curtis Hollis mit der Nummer 0. Falkenstein. Bienapfel. Coutinho, Fehlwurf. Offensiv Rebound besiedelt und ein Block, aber da war Kontakt. ...1,35 Besedisch an der Freiwurflinie. Unglaublich guten Körper hat er, starken Körper, liest das Spiel gut, toller Passgeber für seine Größe, für den Big Man. Muss nur noch einig an seinen Wurf arbeiten. Diese Saison macht er 6,8 Punkte, 4,6 Rebounds, 2,2 Assists, 50% Freiwurfquote, 2,2 stellig für Besedisch. 9 Punkte, 6 Rebounds gegen Greven Broich. Und er macht 1 von 2. Für 3. Fehlwurf, Rebound. Coutinho rettet aber in die Hände von Volkos 2 leichte Punkte. ...51-40 die Führung. Volkos, 345 Spiele hat er, professionelle Spieler zwischen 2008 und 2019. Hat in Ländern wie Rumänien, Estland, Spanien und Litauen gespielt. Hat an der Uni in Amerika, University of Missouri gespielt, 2 Jahre. Nie mehr als 2,2 Punkte im Schnitt gemacht, war Teamkollege von NBA-Spieler Damari Carroll. Seine Karriere in der Community College Redlands begonnen. Hat sehr viel internationale Erfahrung aus. 15 FIBA Europe Cup-Spiele, 6 Euro Challenge-Spiele. Wie gesagt, 12. Profisaison, war auch mal litauischer Nationalspieler und auch ein All-Star. Also schon toll, dass so ein Spieler von seinem Kaliber in der Regionalliga West spielen kann. Für die Fans. Bienapfel. Bienapfel kickt den Ball zu Coutinho. Fehlwurf, den muss er machen. Hatte die Position mit so einem Körper. Und Ballbesitz noch für Röndorf. Einwurf für Röndorf. Falkenstein. Curtis Hollis. Falkenstein. Falkenstein. Otsumbe. Otsumbe. Arskun an den Scharkwag. Das ist Bienapfel. Bienapfel. Penetratrie zum Kopf. Und der Tipp hin. Nein. Und dann noch einer. Und Coutinho mit viel Pech jetzt hier eben. ...35 Sekunden. Ole Wendt. Wendt. Volkos. Wendt. 10 Sekunden. Wendt. Kick zum freien Mann. Fehlwurf von die 24 Behrens. Hollis mit 18 Sekunden. Jetzt noch ein Dreier. Otsumbe kickt raus. Extra Pass. Curtis mit dem Floater. Gut, Curtis! Easy work, Hollis! Noch eine Auszeit genommen. BBG Herford mit 2,7 Sekunden zu spielen.
So, noch 2,7 Sekunden jetzt für BBG Herford. Die haben noch, das ist eigentlich eine Ewigkeit im Basketball, aber mal sehen, wie weit die, wie nah die zum Korb kommen können, noch für den letzten Wurf vor der Halbzeit. Sam Haute und Steel Curtis Hollis. Und das war's. 51-42 die Führung für BBG Derelton Hill. Auch Brandon Fraser sagte ganz klar, die Nummer 3 der Herforder, Derelton Hill, ist der beste Spieler auf dem Platz. Er macht einfach alles für den Verein, um hier den Sieg zu garantieren. Für die Röndorfer, Hollis, Bienappel, De Olvera, Schader und Coutinho. Einwurf für die BBG Herford. Und es geht weiter in die zweite Halbzeit hier. Live aus dem Dragon Dome in Bad Honnef. Ich bin Malte Schmidt-Schober, macht das Play-by-Play. Ole Wendt, Sam Haute und gleich ein Steal vom Schader. Und da ist, oh, der Derelton Hill ist auf dem Boden. Steh auf, Junge. Also es dauert ein bisschen, aber wir hoffen mal, dass er okay ist. Er humpelt ein bisschen, hat einen Schlag bekommen, das tut natürlich weh. Hoffen wir mal, dass es gleich ein paar Minuten wieder besser ist. Für den Amerikaner aus Palm Bay, Florida. 32 Punkte gegen Harding und 30 Punkte gegen East Central gemacht in der NCAA 2. Der Head Coach Ilas Masnić ist rausgekommen aus Bosnien und Hill natürlich ärgert sich jetzt, dass er raus muss. Das ist natürlich ein Schlag für BBG Herford. Wir hoffen, dass Derelton Hill wieder spielen kann, dass alles okay ist bei ihm. Schade. Hollis. Da muss mehr von Hollis kommen in der Offense. Schade. Schade. Da ist Curtis Hollis. Hollis. Inside. De Olvera. 3 Sekunden. Hakenwurf. Gut. Gabriel. De Olvera. Guter Start von die Dragons Röndorf hier. Gut die Uhr runterlassen. Gelassen, gewartet zum guten Wurf, gute Entscheidung da von gutes Composure von Curtis Hollis da mit dem extra Pass. Volkus, No-Look, Pass raus, Ole Wendt für 3 und er macht ihn. Ole Wendt, eine ganz große Stärke natürlich in seinem Spiel, ist sein Distanzwurf, schon immer gewesen. Fehlwurf, Rebound von Fischer. Fischer kickt nochmal raus. Sam Haute. 10 Sekunden an der Shot Clock für BBG Herford. Sam Haute nochmal raus. 1 gegen 1 gegen Coutinho. Sam Haute kickt nochmal raus. Volkos für 3. Swish bei Dotas. Volkos. 2 Dreier hintereinander und er ist wieder 13 Punkte die Führung. So schnell geht's. Bienappel. Fehlwurf, Rebound, Volkos und er bekommt einen Schlag ins Gesicht von Hollis. Oder Fischer war das, Entschuldigung. Aber Fischer scheint okay zu sein. Einwurf, Omar Sam Haute. Sam Haute, der Point Guard. Guten Spiel hier bis jetzt. Backdoor, leichte Punkte von Ole Wendt. 8-0 Lauf. Wo ist die Auszeit, Coach? Zu viele Backdoors heute gegen Röndorf. Bienappel. Und Coutinho, Fehlwurf und Rebound, Steffen. Wendt, inside. Und ein Steal von Coutinho. Hollis war da.
Bienapfel, Hollis, Bienapfel. Ball wird rumgetippt. Also, schöner No-Look-Pass und also das ist einfach wild, was die Röndorfer hier spielen. Da müssen die mehr draus machen aus diesem Fast Break. Aber Glück jetzt, dass sie auch einen Turnover hatten, die Herforder. Und Ballbesitz jetzt, schöne Bewegung. De Olvera, seine Stärke, das Penetrieren. Leichte Fehlwürfe jetzt für die Röndorfer. Das hilft natürlich überhaupt nicht, wenn man ja, mit 15 zurückliegt. Es könnte jetzt 17 werden. Wieder Backdoor. Und den muss er machen. Leichter Miss von Volkos. Glück für Röndorf. Bienapfel. Und ein Steal und leichte Punkte Sam Haute. Auszeit genommen von Markus Ovenstrunk. Und man muss sagen, dass alles, dieser Lauf, alles ohne Derelton Hill, das ist schon mal eine Ansage. 10-0 Lauf für Herford. So, Derelton Hill ist wieder auf dem Weg zur Bank. Er scheint Schmerzen zu haben. Ob er kommt, das ist die Frage. The Workhorse, Derelton Hill. So, jetzt kommen die Röndorfer und jetzt muss es einfach besser klappen in der Offense und Defense. Coutinho, De Olvera, Hollis. Hollis, step back. Curtis! Easy work, Hollis. Und der macht das wirklich mit so viel Selbstvertrauen. Steal von Bienapfel, verliert den Ball. Volkos, ganz frei und wer war das? Ich glaube, das war Bienapfel. Ja, Bienapfel ist natürlich einer, der sehr viel einstecken kann. Er scheint okay zu sein. Und er bleibt auf dem Platz. 6 Minuten, 6 Sekunden zu spielen. Einwurf für BBG Herford mit Oma Sam Haute. Ole Wenn. Letzten 2 Jahre bei Paderborn Basket 2. Sam Haute für 3. Fehlwurf. Und Ballbesitz für Röndorf. Ein nicht schade versteckte Stärke in seinem Spiel ist seine Defense. Einer, der sagt, die schwierigsten Gegenspieler in der BBL waren Carsten Tader und Konsti Klein. Bienapfel. Schlechter Pass. Steal von Steffen. Und leichte 2 Punkte für Volkos. Schader. Schader für 3. Gut. Anish. The Fountain of Youth. Schader.
Und das sind diese Big-Time-Würfe, die die Dragons Rhöndorf jetzt brauchen hier. 63-49, Anish Schade mit dem Dreier. Volkus an die Kloschüssel rum, Glück für Rhöndorf. Aber das ist zu leicht, wie die Herforder hier zu versuchen kommen. Coutinho, kickt raus, De Oliveira, Curtis Hollis. Schade, 7 Sekunden an der Shot Clock. Hollis möchte frei, Pick and Roll mit De Oliveira und das ist ein hartes Foul, unsportliches Foul gegen BBG Herford. Schönes Pick and Roll mit Curtis Hollis und De Oliveira. Also ganz ehrlich, das ist mir gerade eingefallen, vom Aussehen so ein bisschen, vom Weiten erinnert er mich an Julian Gamble, der Ex-Telekom Basketball Bonn Spieler. So ein bisschen. Ins Spiel wieder Jeffrey Martin. Der Ex-Essener, letzte um 8 Punkte im Schnitt. De Oliveira jetzt an der Freiwurflinie. Konnte seine Punkte, Rebounds immer verbessern. Jede Saison bei Iserlohn, das war ein Airball. Wie gesagt, er muss seine Freiwürfe verbessern. Das hat man da ganz, ganz klar gesehen. 2. Versuch für De Oliveira ist auch nicht gut. Das hilft natürlich nicht, wenn man mit 14 Punkte zurückliegt. Aber Ballbesitz für die Dragons Rhöndorf. Anish Schada, sein Dreier ist heute da. Hat dem Team am Donnerstag sehr gefehlt. Aber war bei seiner Frau und er ist Papa geworden, Anish Schada. Curtis Hollis, bisschen zurück heute in der Offense, Fehlwurf. Und bisschen zu physisch da, zu viel mit den Ellbogen, De Oliveira. Bei den Positioning, beim Ausboxen da. Ole Wendt da geht zu Fall. Vier Minuten, 23 Sekunden noch zu spielen hier im dritten Viertel. Einwurf. Sam Haude zu Wendt. Wendt. Volkus für 3. Langer Rebound zu Anish Schada. Schada, Fast Break, Curtis Hollis. Hollis zum Korb in Traffic. Und der Tipp-In-Versuch von Hollis. Fehlwurf. Pech für Curtis Hollis. Wendt. Ole Wendt. Auch mal in Würzburg gespielt. Poa. Schöner Crossover. Wendt. Gegen Martin, aber Martin bleibt dran. Steal Hollis! Hollis zum Korb! Und 2 Punkte, Curtis! Easy work, Hollis! Curtis Hollis. Mit dem N1 jetzt für den Mann aus Arlington, Texas. N1 für Hollis ist gut. 11 Punkte Führung nur noch für BBG. Herford ist noch alles drin für die Rhöndorfer hier. Sam Haude verliert den Ball fast da mit seinem Dribbling. Sam Haude gegen Hollis. Sam Haude. Hollis. Und abgepfiffen. 3 Sekunden gegen Herford. Und die Rhöndorfer sind hier langsam am Zurückkommen. De Oliveira. Anish Schada. Schada zu De Oliveira. Schöne Bewegung, 2 Punkte. Gabriel De Oliveira und ist wieder unter 10 Punkte. Kleiner Lauf hier von Rhöndorf.
Sam Haute. Hill ist immer noch auf dem Platz. Nicht auf dem Platz, Entschuldigung, an der Bank. Volkos. Volkos zum Korb. Off balance. Fehlwurf. Rebound. Coutinho. Schade. Und abgepfiffen. Und 2 Punkte, Jeffrey Martin. Und BBG Herford muss eine Auszeit nehmen. Die Rhöndorfer sind am Zurückkommen. Lauf für die Dragons Röndorf. ...63-56 die Führung für die BBG Herford. Hill ist immer noch auf der Bank. Weiß nicht genau, ich kann nicht gerade sehen, ob er da Eis auf sein Bein tut. Könnte sein. Oder auf seinen Oberschenkel. Aber der hat einen heftigen Schlag bekommen zu Beginn des dritten Viertels und hat die meiste Zeit verpasst. Aber er scheint wiederzukommen. Nein, er scheint noch nicht. Er läuft jetzt ein bisschen rum, humpelt ein bisschen. Aber versucht da so ein bisschen sich zu bewegen. 10-0 Lauf für die Dragons Röndorf. Er ist jetzt wieder hinter mir und versucht da so ein bisschen sein Bein wieder auf Kurs zu kommen. Vielleicht mit ein paar Dehnungen. Sam Haute. Sam Haute gegen Horace. Sam Haute zieht locker vorbei. Kickt nochmal raus. Wendt, Täuschung. Volkos. Volkos. Schöne Ballbewegung. Wendt. Fehl, nein. Und der Ball geht rein. Mit Glück. Aber wichtiger Wurf für BBG Herford. Hollis zum Korb. Curtis, gut. Curtis, easy work, Hollis. Er wird aggressiver jetzt hier in die zweite Halbzeit. Zwei Punkte eben auch für die BBG. Und ein Ballverlust gegen Röndorf. Eine Minute 44 noch zu spielen hier im dritten. 10 Punkte Führung für BBG Herford und die können jetzt weiter die Führung nach oben schrauben mit Punkten hier. Und ja, die Antwort von Jan Behrens. Seit 2015 in Herford. Können einfach nicht konstant verteidigen. Die Röndorfer. Hollis zum Korb. Fehlwurf, eigener Rebound. 2 Punkte, Curtis Hollis. Eine Minute 17 Sekunden noch. Derelton Hill immer noch hinter mir. 11 Punkte Führung für BBG Herford. Ohne Hill und Sam Haute mit einem richtig schwierigen Dreier. Die Verteidigung von Hollis nicht gut gemacht. Die Dreier regnen immer noch bei Herford. Und die Antwort, Anish, the Fountain of Youth, Shada. Wichtiger Dreier. ...48 Sekunden noch zu spielen, im dritten.
viertes Foul gegen Sam Haute. Einwurf für Schader. Hollis. Jeffrey Martin. Martin, Hollis. Hollis für drei. Fehlwurf, Tipp-in-Versuch von De Alvera, nicht gut. Und 30 Sekunden noch für Herford. Behrens. David Falkenstein im Spiel jetzt. Letztes Mal 4 Punkte im Schnitt in der Pro B. 29 Pro B-Spiele hat er davor. Vor 2 Jahren bei der Telekom Basis Bonn 2 in der Regionalliga. 11 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists. Hat ein BBL-Spiel an sein Konto. 4 Basketball-Champions League-Spiele für Falkenstein. Sam Haute mit 18 Sekunden noch. Sam Haute, jetzt muss ein Stopp her von Röndorf. Wendt. Und da musste er werfen, die Uhr war runter. Röndorf hat noch 9 Sekunden hier, zu einem Wurf zu kommen. Hollis. Hollis wird es selber machen mit 6 Sekunden. Hollis für 3. Gut! Curtis! Easy work! Hollis mit dem langen 3-Punkte-Wurf. Von way downtown, Curtis Hollis. Aber es sind nur 2 Punkte. Ja, nach 30 Minuten 9 Punkte Führung für BBG Herford. Die werfen 75% vom Feld, 47% von Downtown. Die Röndorfer 43% vom Feld, 46% von draußen. Bei den Rebounds 23 beide, 5 Offensive Rebounds Röndorf, 4 für Herford. Und die Ballverluste 15 Röndorf, 13 Herford. Und Topscore jetzt bei Volkos mit 18, Wendt mit 17, Sam Haute 12, Hill 13, Curtis Hollis 18 Punkte, 5 Rebounds, Olvera 11 Punkte und Anish Shada 10 Punkte. Hill scheint immer noch nicht bereit zu sein, auf den Platz zu gehen, aber die spielen sehr stark, die Herforder ohne Derelton Hill. Einwurf für die Dragons Röndorf. Die liegen mit 9 Punkten zurück. Und Hollis schien auf der Linie zu sein. Bitter, bitter, bitter Turnover. Einwurf jetzt und Ballbesitz. Erste Possession für BBG Herford durch Ole Wendt, der Ex-BBL-Spieler. Toller Ballhandler. Wie man da sieht, da muss Martin eine Kette sein. Sam Haute, Law Pass, Volkos verliert den Ball, aber da war Kontakt, Foul gegen Röndorf. Und das war wirklich ein gutes Rezept zum Erfolg heute für die Herforder bis jetzt. Den Ball inside bringen und da konnten die Röndorfer wirklich nicht viel dagegen halten. Und wenn die Punkte nicht reingegangen haben, haben die das Foul gezogen, wie hier Volkos. Erster Versuch ist gut.
zweiter Versuch für den Ex-University of Missouri Spieler und der sitzt. Ja, die wollen vielleicht nichts riskieren hier, dass der Hill nochmal heute spielt. Vielleicht, die wissen nicht genau, was mit seinem Knie los ist oder Oberschenkel. Die haben ja jetzt Kontrolle des Spieles. Vielleicht eine gute Maßnahme, den Hill nicht mehr zu bringen. Hollis zum Korb in Traffic. Kickt raus. Pesedic für drei. Kurz. Rebound. Loose Ball. Geht zu Fischer. Sam Haute. Volkus. Und Nothing But Net. Und der macht es auch so ein Spieler, das sieht so leicht aus, was er da macht. Steht nur ein bisschen rum, wirft dann einen Dreier und aus dem Nix wieder hier ein 14-Punkte-Führung für BG Herford. Lauf durch Vaidotas Volkus. Ja, die Kommunikation in der Verteidigung fehlt da ein bisschen und auch der Fokus jetzt gerade hier in den ersten zwei Minuten des vierten Viertels. Das muss einfach da sein. Die müssen wieder mit höherer Intensität spielen. Die sind mit 14 Punkten zurück und man muss bedenken, Darelton Hill hat seit Anfang des dritten Viertels gar nicht mehr mitgespielt und die verwalten gerade diese sehr starke Führung ohne möglicherweise der beste Spieler in der Regionalliga in Deutschland. Also Hut ab zu BG Herford und wie die sich hier präsentieren ohne Darelton Hill. Falkenstein kickt raus. Martin in der Ecke. Fehlwurf. Rebound Fischer. Sam Haute. Es dürfen nicht mehr Dreier regnen für die Herforder. Sam Haute. Schöner Pass. Volkus. Fehlwurf. Aber er zieht das Foul. Hat 2006 bei den Global Games in Dallas gespielt für Litauen. Silbermedaille gewonnen, weil Vaidotas Volkus. Letzte Saison 30% für Herford von draußen getroffen, 67% vom Feld. Und der Tip-Out kommt zu Volkus. 15 Punkte Führung für Herford. Und schmeißt den Ball ins Aus. Glück für Röndorf. Falkenstein. Steel. Und Hollister. Einer, der natürlich aus der Halle springen kann. Curtis Hollis. Einer. Unglaublich lange Arme, tolle Athletik, gute Führungsqualitäten, muss noch 10 bis 15 Pfund mehr auf die Waage bringen, muss noch an das Lesen des Pick and Roll arbeiten, sowie auch nicht immer für riskante Steals zu gehen. Seine linke Hand vergleicht sein Spiel zu einem Brandon Ingram, Paul George oder auch ein Jason Tatum von den Boston Celtics. Erster Versuch ist gut für Sam Haute oder auch ein Will Barton oder Jeffrey Lamb. Das sind alles Spieler, so wie Curtis Hollis. Hat mal früher zusammen mit Trae Young und Mitchell Robinson gespielt. Und er macht den zweiten. Kilian Bienapfel. Pesedic für drei und der Sitz, Jori Pesedic, wichtiger Dreier, um die Röndorfer einigermaßen noch im Spiel zu
halten. Aber die bekommen einfach nicht konstante Stops in der Defense. Dieser Mann, Sam Haute und Folkus, sind wirklich die besten Spieler, wenn Hill nicht auf dem Platz sind. Steal von Kim Binnafeld, Steal zurück von Wendt. Und jetzt noch wieder ein Turnover gegen Herford. Und nochmal zurück zu Curtis Halls. Er wurde ja entdeckt Sommer 2018, als er Baunach Pro A-Mannschaft 40 Punkte eingeschenkt hat. Damals mit einem Select-Team aus USA. Zusammen Teamkollege mit LaMelo Ball. Und Yassin Ibihi ist auf ihn aufmerksam geworden. Wollte nie College spielen, weil er da sich richtig gut entwickeln konnte. Schade mit dem Fehlwurf und Rebound von Sam Haute. Fischer, Fehlwurf, Rebound Besedic. Es ist noch viel Zeit hier, 7 Minuten, aber jetzt muss der Comeback kommen. Martin für 3, kurz. Offensiv Rebound, Bienapfel, Kilian. Und Kontakt mit Ole Wendt. Einwurf Anish Shada. Ballverlust gegen Dragons Röndorf. Einwurf für BBG Herford. Derelton Hill scheint heute nicht mehr zurückzukommen in diesem Spiel, aber muss er auch nicht. Das schaffen die ohne ihn. BBG Herford mit einer 14-Punkte-Führung spielen hier tollen Basketball ohne deren Topspieler, Ole Wendt. Und fast ein Steal. Steal, Schader, Schader. Bienapfel und Steal zurück, Volkus und abgepfiffen. Sechs Minuten, 28 Sekunden noch zu spielen. Einwurf Ole Wendt. 6:28 noch zu spielen hier im letzten Viertel. BBG Herford suchen ihren 5. Sieg und die Dragons Röndorf suchen ihren 4. Sieg heute. So, wird noch ein bisschen gewischt da vor der Dragons Röndorf Bank, deshalb hier die kleine Unterbrechung. Aber man will ja keine unnötigen Verletzungen hier, wenn der Boden ein bisschen rutschig ist. Da muss man einfach die Zeit nehmen, um alles wieder frei zu wischen. Markus Rovenstrunk hilft auch noch ein wenig. Große Frage aus der Sicht der Dragons Röndorf. Wann kommt der große Comeback noch? Ist noch viel Zeit hier, 6:28. Aber wie gesagt, die Verteidigung einfach nicht auf der Höhe heute hier. Zu viele leichte Punkte werden aufgegeben, vor allem zu viele Backdoor-Cuts heute. Die 3-Punkte-Linie wird nicht gut verteidigt. Also alles heute im Ganzen eine sehr schlechte Vorstellung der Dragons Röndorf.
Olevent, Pull-up Jumper, Fehlwurf, Rebound, De Oliveira. Jeffrey Martin. Martin auch noch nicht so richtig angekommen in Rundorf, aber da schöner Pass. De Oliveira, 2 Punkte. Und das war perfekt gemacht von Jeffrey Martin mit dem Bullet Pass zu De Oliveira, der locker für 2 Punkte da abschließen konnte. Und der N1 für Gabriel De Oliveira. Und der fällt rein für ihn. Ole Wendt, jetzt stark bleiben in der Defense. Gutes 1 gegen 1 Defense. Gut an den Mann bleiben. Obwohl die hier eben ein bisschen mit Zone versucht haben. 10 Sekunden auf der Wurfuhr noch für BBG Herford. Alles ohne Derelton Hill. Von draußen die Antwort. Fehlwurf. Starker Rebound von De Oliveira. Jeffrey Martin. Martin super mit Distanzwurf. Schade. Besedic für 3. Airball. Kein guter Wurf. Bisschen hektisch da der Wurfversuch von dem Mann aus Slowenien. Van, schöner Floater, 2 Punkte. Und ein Dank von De Oliveira. So, die Dragons Rundorf mit 15 Fouls über den Limit. Das heißt, die Herforder können jetzt immer zur Freiwurflinie. Jetzt Sam Haute, erster Versuch ist gut. Er ist ein unglaublich guter Schütze. Ist bei 90%. Er schießt nicht oft daneben. Und er macht beide. Besedic. Oh, schöner Backdoor. De Oliveira. Und 2 Punkte. Und der N1. Also De Oliveira versucht wirklich alles, dass die Röndorfer hier irgendwie wieder in Striking Distance kommen. Aber es ist nicht leicht. Jetzt nochmal mit einem Freiwurf, um auszugleichen. Er hatte heute schon einen Airball von der Freiwurflinie, der schon 2-mal BBL Luft geschnuppert hat und auch 2-mal in der Basketball Champions League gespielt hat. Und der N1 ist kurz. Besedic tippt den Ball und der Tippe in Binnapfel mit dem leichten Miss. Das sind natürlich so Körbe, die muss man jetzt machen. Wendt zieht, off balance, Fehlwurf, Rebound, De Oliveira. Und Foul gegen Besedic beim Ausboxen. Bitter. Einwurf für BBG Herford mit Behrens. Sam Haute. Die spielen viele Minuten. 30 plus, schöner No-Look. Und gut verteidigen. Block von De Oliveira. Der Ball kommt irgendwie zurück zu Fischer. Und ein Wurf. 2 Punkte für Sam Haute. Off balance. 3 Punkte auch noch. Unglaublich, was die hier in Crunch Time machen. Hollis. Besedic für 3. Die Antwort. Sehr gut. Die bleiben dran. Die Röndorfer. Aber die Stops kommen nicht. Wendt. Volkos, Steal fast, nein, Volkos. 3:52 zu spielen. Es sind 11 Punkte. Aber wie gesagt, die Röndorfer können einfach nicht eine gerade Linie in der Defense finden, um auf mehr Stops zu kommen.
Und immer wieder dieser Drei-Punkte-Wurf tut den Rhöndorfern weh. Wendt, keiner da, off balance. Und er zieht das Foul. Punkte macht Ole Wendt im Schnitt, 5,8 Rebounds, 3,5 Assists, 61% Freiwurfquote für den Ex-Spieler aus Itzehoe. Er hat seine Karriere bei Itzehoe begonnen. Hat auch mal bei Salzkotten gespielt. Und der erste sitzt für ihn. 4x2-stellig, 16 Punkte Recklinghausen, 13 Dorsten, 11 gegen Essen. Zweiter Versuch für Ole Wendt, der Ex-BBL-Spieler, ist gut. Anish Schader. Schader. Curtis Hollis zum Korb. Schöne Bewegung. Ist im Prinzip wirklich ein mannschaftsdienstlicher Spieler. Aber ich glaube, heute war er mental irgendwie nicht ganz da in viele Situationen auf dem Platz. Curtis Hollis jetzt an der Freiwurflinie. Erster Versuch für ihn. Ist gut. Kann wirklich alles auf dem Feld. Füllt den Bogen wie ein Russell Westbrook. Erster Versuch ist gut für Curtis Hollis. Zweiter Versuch auf 80 Punkte zu kommen. Rhöndorf, ja. 3,27, Crunch-Time ist da. Sam Haute hat sich jetzt wehgetan. Humpelt ein bisschen. Er scheint okay zu sein. Einwurf jetzt für BG Herford durch Behrens. 3,24 noch zu spielen. Hier im letzten Viertel. Sam Haute. Wendt für drei. Fehlwurf. Und Hollis am Fast Break. Hollis. Zum Korb und zieht das Foul wieder. Hollis macht einiges gut jetzt in seinen Statbogen in Sachen Punkte. Curtis Hollis jetzt an der Freiwurflinie. 71% Freiwurfquote. Erster ist gut. 19,8 Punkte, 8,4 Rebounds, 3,0 Assists. 52% Quote vom Feld. 35% von Downtown die Quote für Curtis. Zweiter Versuch, Curtis Hollis ist gut. Unter 10 Punkte jetzt. Können sie irgendwie noch was hier machen, die Rhöndorfer? Sam Haute mit einem Dreier. Fehlwurf, Rebound, Schader. Anish Schader. Besedic, inside. Hollis, 2 Punkte, Curtis! Easy work, Hollis! Ist da noch was drin für Rhöndorf? Schöner No-Look-Pass von Besedic. Und ein Steal vom Schader. Schada! Pech für Rhöndorf. Schada war auf der Linie gewesen. Jetzt geben die noch mal alles hier in den letzten 2 Minuten 32 Sekunden. BBG Herford ohne Derelton Hill.
Sam Haute. Aber jetzt müssen Stops her. Volkos. Wendt. Wendt. Volkos verliert den Ball und Ball geht ins Aus. Ballbesitz für Gründorf. Ist da noch was drin hier für Röndorf? Anis Schader. Schader. Schader will, dass Diawara einen Block gibt. Schader gut verteidigt da. Schader inside Diawara. Und er verstopft sich zum zweiten Mal heute. Was für ein Pass von Anis Schader. De Oliveira sofort klatscht er ihn wieder ab. Sagt, Junge, vergess es. Kopf drin bleiben, jetzt in der Defense. Das wäre es gewesen, dieser Dank. Sam Haute. Wendt. Oma Sam Haute. Hollis muss an ihm bleiben. Fehlwurf, Rebound. Del Vier und ein Foul da. Unsportliches Foul gegen Volkos. An Kilian Wiener. Herford mit 1 Minute 42 Sekunden noch zu spielen hier im letzten Viertel. Also im Prinzip könnten die Röndorfer jetzt ein 4-Punkte-Play machen. Das heißt, sie könnten auf 3 Punkte kommen. Also wenn die jetzt einen Freiwurf machen und einen Dreier, dann ist alles drin hier. Das könnte noch sehr spannend werden hier in den letzten Sekunden hier im Dragon Dome in Bad Honnef. So, Kilian Bienappel wird jetzt erstmal den Freiwurf versuchen. Er hat eine 58% Freiwurfquote. 13,4 Punkte, 5,4 Rebounds, 2,4 Assists macht er im Schnitt in der Regionalliga. Und der Freiwurf sitzt. Jetzt, oh, er hat noch einen. Zweiter Versuch für Bienapfel und der sitzt nicht. Ballbesitz für die Dragons Röndorf. Einwurf Hollis. Schade, fast ein Steal, sehr riskant. Und da Foul gegen, ich glaube, wieder Volkos an Besedic. Nee, es war an Behrens oder an Steffen. Das fünfte Foul gegen Christoph Steffen. Und Anish Schader an der Freiwurflinie. Anish hat eine Quote von 77%. Erster Versuch ist gut für Anish. 12,4 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists macht im Schnitt. 45% die Quote von Downtown. 28 Punkte gegen Deutzer. Und der zweite sitzt. Mit 1,38 zu spielen. Die Röndorfer mit 4 zurück. Ist noch was drin für Röndorf. Ole Wendt. Ole Wendt macht, was er will damit. Sein tolles Dribbling. Swinger wieder im Spiel. Wendt, 6 Sekunden. 6 Sekunden. Wendt für 3. Fehlwurf. Rebound. Hollis. Hollis jetzt. Hollis zum Korb, inside, backdoor, 2 Punkte, Kilian Bienappel mit dem super Pass von Curtis, easy work, Hollis. Alles drin hier noch, 1 Minute zu spielen, 2 Punkte Führung für BBG Herford. Sam Haute, was für ein Comeback von Röndorf. Sam Haute, Volkos, Sam Haute, Volkos.
Zwei Punkte, toll gemacht, mit 8:46 Sekunden zu spielen. Und das hat Röndorf den ganzen Nachmittag sehr weh getan, diesen Raw Pass. Immer wieder wurde Volkus richtig gut bedient, gerade mit seinem großen Körper. Konnte er immer die gute Position bekommen und dann leichte Körbe machen. ...46 Sekunden noch zu spielen hier. Für Dragons Röndorf noch viel Zeit. Also es war wirklich nicht ein richtig gutes Spiel von Röndorf heute, aber der Kampf war da am Ende. Die haben es nochmal gewollt. So, die Dragons Röndorf mit Schada, De Oliveira, Hollis, Besedic und Bienapfel, Sam Haute, Wendt, Volkus, Fischer und da vorne ist Swinger mit der 8. Jetzt mal sehen, was die Röndorfer hier machen. Gehen die für 2 oder für 3? Hollis, gute Verteidigung. Hollis kickt raus. Bienapfel zum Korb, verliert den Ball. Gut verteidigt von BBG Herford. Erst einmal die Freiwurflinie Ole Wendt, um das Spiel möglicherweise jetzt auf Eis zu legen. Und das wird er auch machen, weil er einfach ein unglaublich guter Freiwurfschütze ist. Erster Versuch für Ole ist gut. Und noch ein, um auf 6 Punkte plus zu kommen. Und den macht er. Bienapfel, Hollis, Curtis Hollis, gut gedoppelt, findet den freien Mann, Schader für 3, Fehlwurf und Rebounder, Swinger und Foul gegen Röndorf und das war's. BBG Herford wird den Dragon Dome verlassen mit einem Sieg und Darrelton Hill richtig glücklich an der Seitenlinie, dass sein Team es geschafft hat ohne ihn. Swinger an der Freiwurflinie. Erster Versuch ist gut. In dieser Saison Swinger bei 3 Punkte im Schnitt, 0% von der Freiwurflinie. Zweiter Versuch ist gut. ...21 Sekunden noch, Curtis Hollis geht und Jeffrey Martin kommt noch mal rein. Anish Schader. Schader. Gut gedoppelt von Herford. Oh, schöner Pass und ein zweihändigen Dank. Schöner Pass von Besedic. Da sieht man wieder, wie gut er passen kann. Mit 9 Sekunden noch. ...7 Sekunden noch und nochmal Freiwürfe für Fischer. Ja, Herford wird nicht ganz die 100-Punkte-Marke knacken, aber werden sehr nahe kommen, wenn er beide macht. Fischer. Erster Versuch ist nicht gut. 24 Jahre alt, Raphael Fischer, 2,01 Meter.
Zweiter Versuch für Raphael Fischer. Auch nicht. Rebound Besedic. Martin, Bienapfel. Und ein Steal von Wendt. Und das war's. Herzlichen Glückwunsch nach Herford. Die besiegen die Dragons Röndorf mit 97-91. Ein Highscoring Game. BBG Herford geht zu 5-1 in der Bilanz. Und die Dragons Röndorf gehen zu 3-3. Da muss einfach mehr in der Verteidigung.